Dieser Podcast um das Thema Azubi-Blogs erscheint auch als ausführlicher Fachartikel bei Bianca Draber, Dein Talentmagnet im Werk Einfach Personal gewinnen. Das ist ein intelligentes Personalgewinnungssystem, mit dem es gelingt, einfach und sicher die richtigen Mitarbeiter zu finden und einzustellen. Clevere Schritt-für-Schritt-Anleitungen, praktische Handlungsempfehlungen und hilfreiche Checklisten sind dabei. Das Highlight der Sonderausgabe ist eine Liste mit 145 Kanälen zur Gewinnung von Mitarbeitern. Und diese erscheinen am 15.09.2017 und kann unter www.diemehrwertfabrik.de bestellt werden. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen beim heutigen Podcast rund um das Thema Blogs, Azubi-Blogs. Viel Spaß! Es geht heute um das Thema Azubi-Blogs und wie Sie im Ausbildungsmarketing mit Azubi-Blogs enorme Reichweite erzielen können, mehr Bewerber bekommen und gleichzeitig auch noch bessere Azubis, die sie schon haben. Wow, ja, da steckt viel drin in den Blogs und in den technischen Möglichkeiten, die doch am Anfang eher mit Skepsis oft von uns gesehen werden. Und wir möchten gleich einsteigen mit der Definition. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, was so ein Azubi-Blog überhaupt ist, warum er Sinn macht, welchen Inhalt und auch ein paar Beispiele würde ich Ihnen nennen und natürlich würde ich Ihnen dann auch gerne den Nutzen eines Blogs an verschiedenen Schritten einfach erläutern. Kosten, Know-how und natürlich zuletzt auch der Zeitplan, wenn Sie sich denn entscheiden sollten, wie Sie so einen Azubi-Blog starten und vor allem planen. Erstmal zum Begriff Azubi-Blog. Ich denke, Azubi ist klar von Auszubildenden und Blog kommt von Weblog. Also letztendlich sprechen wir von einem Online-Tagebuch, das Auszubildende führen und zwar ihre, hoffentlich bald. Denn Auszubildende sollen berichten über ihren täglichen Arbeitsalltag, aber keine Angst, nicht nur das, sondern auch mehr. Da kommen wir später im Inhalt dazu. Vielleicht kurz noch am Anfang eine Zahl gesagt. Und zwar 200 Millionen. 200 Millionen Blogs tatsächlich gibt es heutzutage, beziehungsweise schon weit mehr. Klar, die meisten sind Privatblogger, das heißt, Privatleute, die Infos teilen für Leser online auf ihrer Homepage zur Verfügung stellen. Bei ihnen geht es darum, die Unternehmenswebsite zu erweitern. Und zwar mit Blogs ihrer Azubis. Und das ist nicht nur die einzige Möglichkeit, sondern viele Unternehmen nutzen solche Blogs, das mal nebenbei gesagt, auch für die CEOs. Ja, tatsächlich die Geschäftsführer, die selbst bloggen, wie denn ihr Arbeitsalltag so aussieht. Großunternehmen sind dabei, die das nutzen, bekannte Unternehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit von einem Knowledge-Blog. Das finde ich wiederum sehr, sehr, sehr spannend, denn er dient als Möglichkeit, bezogen auf Personen und Projekte, Wissen unternehmensintern zu speichern. So geht nichts verloren, wenn der oder die Mitarbeiter irgendwann nicht mehr da sind, in Rente gehen, aus anderen Gründen ausscheiden. Und so ein bisschen ist das ja auch bei dem Karriere-Blog, insbesondere hier beim Azubi-Blog, wenn berichtet wird, was denn Arbeitsabläufe sind und was im Unternehmen so passiert. Das bleibt ja dann auch auf jeden Fall auch irgendwo verewigt und kann vielleicht irgendwann wieder genutzt werden. Ja, schauen wir uns mal an, warum ein Azubi-Blog. Und ich glaube, da brauche ich nicht viel mehr sagen, als dass die Bedürfnisse der Azubis, der zukünftigen Azubis, sich doch sehr geändert haben im Vergleich zu denen, was wir vielleicht noch vor Jahren erwartet hätten oder was wir selber erlebt haben in unserer Jugend. Da müssen wir umdenken und leider muss ich da auch oft ein Fragezeichen machen, wenn ich vom Wandel spreche. Unternehmen im Wandel, manchmal sogar drei Fragezeichen. Menschen sind teilweise im Wandel, mindestens unsere Generation Z, die tatsächlich so einiges anders will und sich das aufgrund des demografischen Wandels vielleicht auch erlauben kann, vielleicht aber auch nicht. Unabhängig davon, sind sie begabt, sind sie affin, internetaffin und in Social Media affin, in YouTube, Instagram, Snapchat. Natürlich die Masse der User dieser Social Media Kanäle, das ist die Altersgruppe, die genau unsere, ja, Zielgruppe für eine Ausbildung ist. Und genau deswegen sollten wir da auch so ein bisschen mehr einsteigen, denn solche Azubi-Blogs sind ja nicht nur
irgendwas, was auf unserer Website liegt, hin und wieder vielleicht mal einer draufschaut, sondern das ist ja letztendlich oder kann das Grundgerüst sein für weitere Beiträge in Social Media Kanälen, für Vlogs, also Video, Tagebücher, vielleicht auch mal das ein oder andere Video nur, was dann veröffentlicht werden kann. Also einfach, um verschiedene andere Kanäle zu bespielen und so eine enorme Reichweite zu schaffen, die Ihnen garantiert mehr Bewerber bringen wird. Schauen wir uns mal an, was kann in so einem Azubi-Blog drinstehen. Sie wissen jetzt genau ein bisschen, ja, worum geht's, aber was kann der Inhalt sein? Der Inhalt ist, wie ich grundsätzlich gesagt habe, einmal der Arbeitsalltag, aber keine Sorge, das hört sich etwas langweilig an, ist es aber gar nicht, denn natürlich, und das fällt uns vielleicht allen so ein bisschen am Anfang ein, wenn wir darüber nachdenken, na, Sie können darüber, beziehungsweise die Azubis, Events posten, ja. Sie können letztendlich, wenn Azubis verabschiedet werden, Prüfung bestanden haben, übernommen werden, das gibt einen Artikel. Und zwar einen super spannenden, die freuen sich, diesen hochmotiviert und dann wird auch noch über sie geschrieben, andere Mitarbeiter, Abteilungen, Abteilungsleiter. Man liest darüber und sogar natürlich ist es auch noch öffentlich und finden viele auf jeden Fall super. Weitere Möglichkeiten sind natürlich erreichte Meilensteine in der Ausbildung. Vorstellung neuer Azubis und Praktikanten. Na klar, dann weiß auch sofort jeder, ah cool, wir haben auf jeden Fall die Neuen, die sind da. Erfahrungsberichte, Vorstellung von Projekten, Ausflüge und Team-Events, besondere Unternehmensereignisse, Geburtstage. Auch die soll es geben und ich hoffe, Sie vergessen die, Ihre Azubis, nicht. Zukünftig können Sie auf jeden Fall nicht vernachlässigen, aber vergessen, wenn dann ein Artikel darüber erscheint. Aber schreiben Sie vielleicht trotzdem noch auf. Hinweise und Tipps zur Bewerbung auf Ausbildungsstellen, ja klar, machen Sie ein bisschen Werbung dafür, nutzen Sie den Kanal, verlinken Sie die Karriereseite, Schulereignisse, Ausflüge, Auslandseinsätze der Azubis, Einsätze an anderen Standorten, Vorstellungen bestimmter Abteilungen oder Mitarbeiter, Einblick in die Arbeit verschiedener Unternehmensabteilungen, wow, das kann super spannend sein, je nachdem, in welcher Branche Ihr Unternehmen auch ist, persönliche Ereignisse von Azubis, wenn die natürlich irgendwie im Zusammenhang stehen im Unternehmen, Hinweise, Erfahrungsberichte, Richtlinien, Pausen, Regelungen, na klar, auch mal ganz alltägliche Dinge, die den Leser interessieren, Lerntipps und so weiter. Das im Schnelldurchlauf. Zwei Hinweise noch zum Inhalt. Die Länge eines solchen Artikels, wenn Sie dann ein Thema ausgewählt haben, na, wie lang muss denn sowas sein, damit Sie jetzt eine bildliche Vorstellung bekommen? Na, das sind ungefähr so 4000 Zeichen, beziehungsweise 5 Minuten, die Sie brauchen sollten, um so einen Artikel zu lesen. Jetzt können Sie auch so ein bisschen den Zeitaufwand abschätzen. Wie lang braucht denn der Azubi, um den zu schreiben? Also das ist überschaubar. Und bei der Auswahl der Themen sollte man vielleicht noch so ein bisschen drauf achten, auf die Strukturierung. Machen Sie einen Redaktionsplan, schauen Sie, welches Thema kommt wann dran. Denn ich empfehle, das ist meine Empfehlung an dieser Stelle, je nach Unternehmensgröße natürlich auch, bloggen Sie zwischen 1 und 2 Mal pro Monat. 2 Mal wäre natürlich besser, so alle 2 Wochen. Ich glaube auch die ganz großen Vorbilder wie Otto, dem super Azubi-Blog, kann ich echt loben. Ich finde das toll, wie er aufgebaut ist. Ich meine, die posten auch nur alle 2 Wochen. Ich glaube nicht jede Woche. Und das reicht auch völlig. Es soll ja auch was Besonderes sein. Und damit wären wir auch beim Thema Nutzen. Ja, was bringt so ein Azubi-Blog an Nutzen? Ich nenne Ihnen einfach ein paar Punkte, stichwortartig aufgeführt. Erstens, Azubi-Blogs ist ein Bestandteil des Ausbildungsmarketings geworden. Ich weiß, nicht in jedem Unternehmen, in Ihrem ja wahrscheinlich vielleicht auch noch nicht, aber es sollte einer werden, denn ich habe es, glaube ich, vorher deutlich gemacht an der Zahl der Blogs, die es inzwischen gibt, dass das eine wichtige Marketingmaßnahme ist, die Sie ergreifen sollten. Denn sie ist auch sehr günstig, muss man wirklich sagen, kostet nicht viel, so einen Blog zu schreiben, außer die Azubis, die sie dazu brauchen. Sobald, und das ist zweitens, Azubis einen Azubi-Blog schreiben, befassen sie sich natürlich auch mit Prozessen im Detail, na klar, und vor allem mit dem Kerngeschäft. Und ganz nebenbei, und ich glaube, das ist auch wirklich noch ein ganz besonderer Aspekt, soziale Kompetenz wird gestärkt. Durch das Beschäftigen, durch das Schreiben über Mitarbeiter, andere Azubis,
Und vor allem der Verantwortung, die sie übergeben, weil das wird ja veröffentlicht, steigt diese Komponente auf jeden Fall, ist ein wichtiger Bestandteil. Drittens, mit so einem Blog schaffen sie auch inhaltlich den Grundstein, weitere Kanäle zu bespielen, habe ich vorher schon gesagt. Viertens, Blogs haben im Vergleich zu Unternehmenswebseiten ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Da muss man erstmal drüber nachdenken, aber es ist doch tatsächlich so, dass auf der Unternehmenswebsite trockene Texte mit der Vereinsgeschichte, würde ich schon sagen, mit der Unternehmensgeschichte der letzten 350 Jahre steht. Das mag super, super, super wichtig sein, vielleicht auch für den einen oder anderen Bewerber. Ob das jetzt den 16-, 17-jährigen Interessenten wirklich umhaut, ist die andere Frage. Und in so einem Blog sieht er natürlich, bekommt er die nachvollziehbaren Einblicke in die Arbeitsabläufe und hat da auf jeden Fall enormen Benefit. Fünftens, veröffentlichte Artikel schaffen das Wir-Gefühl, stärken den Teamgeist ihrer Azubis. Und sechstens, mit Blogs können sie natürlich ebenso gut rekrutieren. Auch das hatte ich schon gesagt. Also man kann das Ganze auch so ein bisschen verbinden. Absolut gar kein Problem. Kosten, Know-how. Jo, was kostet denn so ein Projekt, das aus dem Boden stampfen eines Azubi-Blogs? Sie brauchen einmal natürlich Azubis. Je größer Ihr Unternehmen, desto mehr Aufgaben können Sie an verschiedene Azubis verteilen. Heißt nicht, dass Ihr Unternehmen jetzt 30 Azubis braucht, um sowas umzusetzen. Macht aber schon Sinn, wenn es so um die 10 Azubis vielleicht sind, damit man auch wirklich was schreiben kann, was berichten kann. Zweitens, bei der Wahl des richtigen Blogsystems gibt es kostenpflichtige, kostenlose Systeme, sowohl als auch. Schauen Sie da einfach mal, Cloud-Lösungen, Blog-Software, auch hier wieder Unterscheidung, Vor- und Nachteile. Fragen Sie da am besten EDV-Abteilung, Webseitenadministrator, was für Sie geeignet ist. Drittens, zum Thema Kosten und Know-how. Ein Blog kann erfolgreich von den Azubis zum größten Teil selbst gestaltet und verwaltet werden. Das spielt eine enorme Rolle, wenn Sie Aufgaben delegieren und die Azubis das aus meiner Erfahrung, und ich weiß das wirklich von den Unternehmen, das funktioniert, wenn sie da die Verantwortung übergeben. Die hängen sich da rein und die machen das wirklich auch professionell. Natürlich müssen Sie vorher fragen, ob Sie gerne Artikel schreiben, unter Geschichten zusammenfassen, Menschen interviewen, also irgendwo so ein bisschen die Affinität dafür muss schon vorhanden sein. Viertens, zum Thema Kosten. Ein ernannter Blog-Admin muss natürlich geschult werden, also schulen Sie am Anfang ordentlich, stecken Sie da ein bisschen Geld rein, investieren Sie auch in die Schulung des Blog-Admins als auch die Schulung der Azubis, um da einfach professionell rüberzukommen. Das wäre auf jeden Fall noch wichtig. Ja, und dann sind wir auch beim letzten Punkt, den ich Ihnen näher bringen würde. Investierte Zeit, erste Schritte. Ja, wie gehen Sie vor? Also, wenn Sie sich für so einen Azubi-Blog im Unternehmen entscheiden, dann sollten Sie vor allem schon vorher planen. Machen Sie einen Redaktionsplan. Welche Ressourcen benötigen Sie? Welche Azubis brauchen Sie? Planen Sie in die Aufgabe, aber auch in die Pflege und Erstellung von Artikeln. Welcher Azubi ist für was hier verantwortlich? Bauen Sie Kontrollfunktionen natürlich ein. Machen Sie regelmäßige Meetings. Reagieren Sie auf Kommentare der Leser, Kommentare der Mitarbeiter, der Vorgesetzten, anderer Azubis. Was können Sie besser machen? Was können Sie verbessern? Nutzen Sie die Chance, gerade am Anfang, da wirklich noch besser zu werden. Es wird nicht von Anfang an alles super laufen, aber wenn Sie das vorher ein bisschen planen, regelmäßig Events machen, Team-Meetings, dann können Sie da echt was rausholen auf jeden Fall. Und natürlich erfinden Sie das Rad nicht neu, schauen Sie ein bisschen bei anderen Blogs, googeln Sie einfach mal Azubi-Blogs, finden Sie jede Menge Beispiele, wie Sie sowas aufbauen könnten. Der wichtigste Punkt und auch fast schon der letzte ist die Regelmäßigkeit. Also, ich hatte es vorher auch schon mal erwähnt, 1 bis 2 Mal im Monat mindestens. Nichts ist schlimmer aus meiner Sicht als ein verwaister Blog. Ein Blog, den ich irgendwo finde auf einer Website, der seit Jahren nicht mehr gefüttert wurde, also Monaten kein Artikel mehr erschienen ist, macht im Gegenteil keinen guten Eindruck, sondern einen schlechten. Ja, und vor allem, wenn Sie dann Azubis ernannt haben,
schauen Sie auch, wann haben die Urlaub, wann sind die in der Schule, wann sind die in Projekten und vor allem, wann verlassen Sie das Unternehmen bzw. werden übernommen. Schauen Sie für Nachwuchs, sorgen Sie, dass da dementsprechend ja, der Nächste dann ans Ruder geholt wird, der das auch machen will und in die Materie ein bisschen eintauchen will, das Ganze auch ja, auf sich nehmen möchte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen so die positiven und negativen Dinge von so einem Blog näher bringen, warum Sie so einen Blog bei sich im Unternehmen vielleicht ja, integrieren sollten, einbauen sollten. Und darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören und schreiben Sie gerne auch in die Kommentare, was fanden Sie gut, was wünschen Sie sich für den nächsten Podcast, bewerten Sie mich mit 5 Sternen bei iTunes, wenn Sie das toll fanden, ich würde mich riesig freuen, darf mich an dieser Stelle bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen alles Gute, bis demnächst.